Und jetzt gehen wir live. Herzlich willkommen zum ersten Webinar von der Büroszene Bürowissen. Wir sind mittlerweile schon 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ein bisschen speziell, dass wir uns nicht in die Augen schauen können. Nichtsdestotrotz, ich danke mal für die zahlreiche Teilnahme und hoffe, dass wir eine spannende Stunde gestalten können. Zu meiner Person, mein Name ist Oliver Hauri, Mitglied vom Vorstand der Büroszene und eigentlich beauftragt gewesen und verantwortlich am 1. Oktober 2020 entsprechend die Herbsttagung zu organisieren. Leider Gottes hat uns hier Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir sitzen hier jetzt jeder in seinem Büro und sind nur online miteinander verknüpft. Bevor wir richtig beginnen, zwei, drei Informationen zum Ablauf und auch zur Technik. Warum haben wir uns für MS oder Microsoft Teams den Live-Event entschieden? Vielleicht wichtig zu wissen, es gibt nicht die Möglichkeit, jetzt zu interagieren, dass jeder die Hand aufstrecken kann und auch sein Mikrofon öffnet. Wir haben aber relativ viele Anmeldungen bekommen und haben somit auch gesagt, wir wollen es mal probieren und versuchen, mit dem Microsoft Teams Event durchzuführen. Trotzdem haben Sie die Möglichkeit, entsprechend mitzumachen und sich an der Diskussion zu beteiligen. Wichtig hierzu, ich öffne mal die Präsentation noch einmal. So, bla. Sie haben die Möglichkeit, oben rechts Fragen und Antworten, F und A, also F und A, oder wenn Sie es Englisch eingestellt haben, Q&A, dann gibt es die Möglichkeit, dort ein Fenster, ein Chat zu öffnen und Sie können entweder anonym oder mit Ihrem Namen Fragen, Kommentare und andere Punkte uns reinschreiben. Wir werden das im Laufe dieser Stunde selbstverständlich mit einbeziehen und zusammen mit unserem Gast, den ich gerne dann noch vorstelle, erörtern und die Fragen auch beantworten. Wie gestalten sich die nächsten 60 Minuten oder die nächste Stunde, das erste Webinar? Wir haben die Möglichkeit, mit unserem Gast einen ersten Impuls anzuhören, einen Einstieg in das Thema, das wir dann miteinander erörtern. Unser Gast heute, Peter Roth, CEO der Mint Architecture und gleichzeitig auch Partner der Mint Architecture. Er gibt uns Einblicke in die Innenarchitektur, in die Büroraumgestaltung und zeigt uns auch Gründe auf, warum es sich lohnt, in Zukunft überhaupt noch in die Büros zurückzugehen. Ich sehe, dass wir immer wieder mehr Teilnehmer sind. Ich begrüße alle, die noch dazugestoßen sind, zum ersten Büroszene-Webinar, das wir unter dem Thema Bürowissen positioniert haben. Eine Frage an die Regie. So, ich habe mich da, glaube ich, selber aus dem Rennen genommen. Nichtsdestotrotz, es freut mich, unseren Gast heute zu begrüßen. Unser Gast. Er ist Innenarchitekt. Er besitzt über 15 Jahre, ich muss da meinen Spickzettel zur Hilfe nehmen. Er besitzt über 15 Jahre Architekturerfahrung
unter anderem in den Bereichen Retail, Gastronomie, Hotellerie und Workplaces. Nach seinem Abschluss an der Hochschule Stuttgart sammelte er bei Binsdorf Architektur erste Erfahrungen. Bei Hotelprojekten später folgte der Wechsel zu CAPS Architecture und da war er internationaler Projektverantwortlicher für Retail-Projekte. Seit 2010 ist Peter Roth bei Mint Architecture, wo er zuerst als Senior Project Manager gearbeitet hat und seit 2015 CEO ist und gleichzeitig Partner. Herzlich willkommen, Peter Roth. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns das Thema Innenarchitektur und Markenerlebnis zu besprechen, zu teilen. Jetzt bist du noch auf Mute. Was kannst du? Jetzt? Wunderbar. Wunderbar. Also, lieber Oliver, herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich natürlich sehr, dass ich da an diesem ersten Webinar teilnehmen darf. Ich werde gleich meine Präsentation teilen. Du hast es schon erwähnt, das ist natürlich schade. Ich habe mich natürlich gefreut, dass wir nach der Anfrage im Frühjahr, also quasi schon letztes Jahr, dass wir uns sehen würden, dass wir uns tief in die Augen schauen und sagen, was bringt das neue Jahr im Workplace-Bereich dann 2021. Jetzt machen wir das über Teams. Sollte auch funktionieren und hoffe, dass ich da die nächsten 50 Minuten mit dir zusammen tolle Einblicke in die Workplace-Welt geben darf. Ist klar, durch das, dass es natürlich ein Büroszene-Event ist, zeige ich fokussiert Arbeiten aus dem Workplace-Bereich. Mint macht ja aber nicht nur Workplace, sondern auch andere Bereiche. Also das heißt, es gibt zum Teil natürlich auch Einblicke in andere Projekte oder zum Schluss dann auch andere Referenzen, wo alle Teilnehmer dann sehen, was wir denn sonst noch an Märkten bearbeiten. Genau, es geht um das Thema auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmte innovative Konzepte. Und ich würde sagen, wenn ich darf, würde ich da durchstarten und würde Sie durch das Programm oder besser gesagt durch die Präsentation führen. Ist das gut so, Oliver? Wunderbar. Gut. Ja, wer sind wir? Da möchte ich mal starten für die, die uns vielleicht nicht kennen oder die uns nicht auf dem Radar gehabt haben bis heute. Wir sind die Architekten für beliebte und belebte Orte und alles, was wir tun, ist eigentlich darauf ausgelegt, dass wir Orte, Plätze, Räume generieren, die nachher dann auch zum einen belebt werden. Das ist das Wichtige. Also, das nützt uns ja nichts, wenn wir was Schönes gestalten, das dann nachher auch nicht benutzt wird und belebt wird. Und ganz wichtig heute in der heutigen Zeit, der Digitalisierung natürlich, dass das dann auch beliebte Orte werden, die dann auch wirklich intensiv genutzt werden. Wir sind kein Standard, wir differenzieren uns ein bisschen zu den klassischen Architekturbüros oder zu den anderen Büros, die es natürlich zahlreich gibt im Schweizer Markt oder auch im europäischen Markt. Wir haben einen eigenen strategischen Ansatz und der stellt die Bedürfnisse der Nutzer in den Mittelpunkt und das ist dann zum Schluss eigentlich unsere Grundlage für die Designentwicklung. Wir haben einen eigenen methodischen Ansatz dafür und haben dafür auch größtenteils eigene Tools entwickelt, die wir da benutzen und bei den unterschiedlichen Märkten, in denen wir tätig sind, dann auch zum Einsatz bringen. Ich zeige danach ein paar, damit Sie mal so ein bisschen sehen, wie das funktioniert bei uns. Wir haben natürlich ein sehr erfahrenes interdisziplinäres Team mit marktübergreifendem Know-how. Ist ja klar, wenn man sehr viele Märkte hat, dann habe ich natürlich jemanden, der spezialisiert im Bereich Workplace. Aber ich brauche dann auch jemanden, der spezialisiert ist im Bereich Gastronomie oder im Bereich Banking und Finance. Und dazu kommt, dass wir nicht nur Innenarchitekten oder Architekten bei uns im Büro haben, Zeichner, Hochbauzeichner, Innenausbauzeichner, sondern auch Leute, die kommen aus dem strategischen Design, die kommen aus dem Immobilienbereich, die kommen aus dem aus dem Geobereich. Und der wichtigste Fokus oder der wichtigste Unterschied oder die wichtigste Differenzierung eigentlich
dass wir sagen, wir haben einen innenarchitektonischen Fokus. Selbst wenn wir ein großes Gebäude bauen oder wenn wir eine Immobilie sanieren, was häufig vorkommt, und da ein großes Projekt umsetzen, richtet sich unser Blick von innen nach außen und dadurch bestimmt sich natürlich dann die Nutzung, also die Fläche an sich, bezogen auf den Innenraum. Ganz kurz ein paar Zahlen, wir sind schon ein Stückchen alt, 96 gegründet, wir sind irgendwo Mitte, wir sind irgendwie so, ja, 55 Mitarbeiter. Größte Projekte, die wir betreuen, komplett, also von der Gestaltung bis über die Ausführung und Umsetzung, sind so Projekte bis 20 Millionen. Bei mehr geht uns dann die Luft aus. Da haben wir dann unsere Muttergesellschaft. Wir gehören in das Netzwerk der ATP-Gruppe. ATP-Architekten und Ingenieure sind europaweit tätig an verschiedenen Standorten und da haben wir dann Zugriff auf über 1000 Spezialisten aus dem Bereich eben Architektur, Ingenieurwesen, Planung und Design. Das sind unsere Märkte, die Retail. Das sind klassische Retail-Konzepte, da arbeiten wir für große Marken, die kann man sicherlich benennen, das ist ja nichts Geheimes, wie in Denner oder wie in Migrolino, MW und so weiter, aber auch Signature-Projekte für ein Jelmoli zum Beispiel am Circle. Shopping Center, das sind vornehmlich momentan natürlich Revitalisierungen, also quasi Sanierungen von Immobilien, Shopping Center, die so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, wo der Mietermix nicht mehr stimmt, wo es Leerstände gibt, wo die Immobilien natürlich in die Jahre gekommen sind, wo man sagt, das muss man wieder auf einen gewissen Stand bringen, technisch wie auch funktional, aber auch wie vom Erlebnis, das ist auch klar. Public Spaces sind größere Überbauungen oder größere Gebäudeanordnungen, wenn man so will, Städtebau, so ein bisschen in Städtebau eigentlich. Gastronomie und Food sind klassische öffentliche Gastronomien. Da machen wir eigentlich alles von Projekten für L'Osteria oder für den ZTV Lilly Joe, aber auch Betriebsgastronomie sowie auch Systemgastronomie, wie zum Beispiel für McDonald's oder Starbucks. Dann Banking und Finance sind eigentlich alle Banken, die es da in der Schweiz gibt. Also das sind Kantonalbanken oder auch private Banken. Für die Basler Kantonalbank, hier sieht man es da ein Stück, ein Ausschnitt vom Bild, haben wir zum Beispiel das komplette Rollout umgesetzt in Basel, kompletten Standorte umgebaut die letzten 6 Jahre, 7 Jahre. Workplaces sind natürlich individuelle Kunden. Da haben wir zum einen natürlich die Arbeitgeber, die zu uns kommen, die Brands, die Firmen und sagen, wir brauchen ein neues Workplace-Konzept. Und auf der anderen Seite haben wir sicherlich aber auch die Eigentümer der Immobilien, die sagen, ja, ich habe da eine Idee, ich habe da Leerstand, ich möchte ein Flex-Office, ein Coworking oder irgendwas anderes einrichten. Und bei Health and Hospitality sind das natürlich die klassischen Hotelkonzepte oder aber auch Health sind das natürlich Spitäler, Seniorenresidenzen und so weiter, wo wir dann Konzepte entwickeln und umsetzen dürfen. Wie gesagt, das Marktwissen reicht eigentlich in der Architektur von Marken, Lebens- und Arbeitswelten. Das sind unsere Kunden. Eben, wir arbeiten zum einen natürlich klassisch für die Brands. Wir arbeiten für eine Basler Kantonalbank, wir arbeiten für einen Ringier oder auch für eine Westhive, für eine SIX. Da zeigen wir auch ein Projekt, was wir die gemacht haben. Aber auf der anderen Seite arbeiten wir auch für die Investoren und Entwickler. Die großen Swiss Prime Site oder eine SFP und Flughafen und so weiter. Für die haben wir schon Projekte umgesetzt und dürfen immer noch Projekte umsetzen. Ja, wie entwickeln wir Workspaces? Da kommen wir jetzt eigentlich zum Kerninhalt und zur Kernpräsentation. Wie machen wir das? Was ist unser Ansatz und was sind unsere Methoden, wenn wir dann den Nutzer in den Fokus stellen, wenn wir dann eigene Tools haben und die dann anwenden? Wie funktioniert das ganz genau? Und wie vorab schon gesagt, wir im Zentrum unserer Arbeit steht natürlich einfach, steht das Bedürfnis und die Gewohnheiten der Benutzer und der Konsumenten und jetzt fokussiert auf den Workplace-Bereich natürlich die Mitarbeitenden. Wir haben eine ganzheitliche Betrachtung hierfür und hier muss man unterscheiden zwischen, man sieht das in diesem rosanen, runden Gebilde, die Arbeitgeber, also die klassische Brand, die klassische Firma, die auf uns zukommt und sagt, wir möchten einen neuen Standort, weil wir umziehen, weil wir uns vergrößern, weil wir uns verkleinern, was auch immer, in der Schweiz.
Wir haben aber auch den Eigentümer, der sagt, ja, ich habe eine Immobilie und möchte da etwas entwickeln im Bereich Flexoffice zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, das hellblaue, da haben wir eben den Mitarbeiter, den Endnutzer, das ist ja der Mitarbeiter in dem Fall, und die Gesellschaft. Und hier haben wir verschiedene Bedürfnisse und viele verschiedene Ansprüche. Und da gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen. Und das muss nachher letztendlich für das Konzept im Einklang sein. Also eben Herausforderungen und Ziele, Flächen effizienter zu nutzen und Kosten zu reduzieren. Für mich persönlich heißt das nicht, und das ist ein wichtiger Punkt, Fläche zu reduzieren und die Mitarbeiter müssen dann im Homeoffice arbeiten. Das ist eigentlich nicht die Idee aus meiner Sicht. Das soll auch nicht so sein, obwohl das passiert, ganz klar. Es geht um die Optimierung von Betriebsprozessen und das Wichtigste eigentlich ist natürlich im Workplace-Bereich eine Differenzierung zu erreichen von der Marke und der Unternehmenskultur. Weil es ist ja klar, die Unternehmenskultur ist nicht gleich Marke und das muss man herausfinden, wie möchte ich meine Unternehmenskultur dann im Workplace-Konzept, also in der Innenarchitektur dann abbilden. Das heißt, wir entwickeln ganzheitliche Konzepte und natürlich das unter Einbezug aller Faktoren, die zum einen natürlich geprägt sind durch die Arbeitgeber, also durch die Firma, die uns da den Auftrag gibt, aber auch geprägt sind durch den Endnutzer, also damit auch den Mitarbeiter. Und das ist uns wichtig, dass wir da wirklich auch in diesem Prozess dann die Mitarbeiter sowie auch das Management natürlich abholen und die ihre Wünsche und auch ihre Ängste anbringen dürfen, wie das neue Konzept dann aussehen soll. Wie funktioniert das? Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir ein Briefing bekommen vom Kunden. Nicht immer enthält das Briefing alle Punkte, die wir eigentlich bearbeiten müssen. Das ist ein bisschen schwierig natürlich dann, weil dann starten wir vielleicht in die Analyse und merken in der Mitte der Analyse, ja, da fehlt eigentlich was. Und wir müssen eigentlich nochmal zurückgehen und müssen das Briefing nachschärfen. Aber oftmals erleben wir, dass wir da wirklich gut unterstützt werden, dass es da natürlich die einzelnen Abteilungen gibt, wie HR und auch das Management, die das sehr gut vorbereiten und uns da mit sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel Fakten füttern. Und da gehen wir eigentlich rein in die Analyse und sagen, na gut, also warum? Warum wollt ihr das überhaupt? Wir definieren die Ziele, wir definieren die Positionierung oder die Differenzierung, wir holen die Markttrends ab. Wir diskutieren über Technologien, also wie wollt ihr da arbeiten? Ist das jetzt alles irgendwie, wollt ihr da quasi ein Flexdesk-Office oder wollt ihr ein Fixdesk-Office oder was wollt ihr genau erreichen? Dann ist die Frage natürlich zentral, für wen machen wir das? Also Werte, Vision, Mission, Corporate Design, aber auf der anderen Seite das Schwergewicht Ziel- und Nutzergruppen. Wie sollen die Prozesse sein und die Zusammenarbeit? Und ganz wichtig, was sind die Nutzerbedürfnisse auf der funktionalen Seite, also wie soll ich da arbeiten? Und auf der emotionalen Seite, da geht es dann natürlich um die Kultur. Was habe ich für Farben, was habe ich für Materialien, wie ist die Umgebung für mich gestaltet? Habe ich eine gute Akustik? Habe ich natürlich auch so funktionale Dinge wie eine gute Kühlung oder eine gute Lüftung und so weiter. Und dann zentral, und das ist natürlich zum Teil ein bisschen stärker für die Eigentümer, die Standort- und Marktanalyse, sagen, ja, ich habe da jetzt ein Gebäude irgendwo in der Randlage, ich möchte da eigentlich das, habe ich Leerstand, möchte ich vermieten, was kann ich da damit machen? Und dann gibt es ab und zu mal die Möglichkeit zu sagen, ja, das wäre noch ein zentraler oder besser gesagt dann in dem Fall ein dezentraler Hub, den ich da einrichten könnte, um da zum Beispiel ein Flexdesk-Office oder ein Coworking einzurichten. Eben. Und dann Architektur und Kontext, wo bin ich da, Vorgaben von der Struktur, Vorgaben von der Natur und von der Landschaft oder von der Industrie. Und daraus, aus dieser Analyse, kreieren wir dann die Konzeption. Also da sprechen wir eigentlich noch nicht oder da legen wir noch nicht das Material auf den Tisch und sagen, das ist jetzt das Stöffchen oder vielleicht auch die Farbe, die du gern haben würdest, oder? Sondern da reden wir rein nur von der Analyse und daraus gehen wir dann nachher in die Möblierungsstudien, in den Belegungsplan und in das Look and Feel Konzept. Und daraus oder darauf dann, aus der Analyse, wenden wir dann unsere eigenen Tools an. Und weil wir diesen menschenzentrierten Ansatz wirklich auch leben und aus tiefer Überzeugung jeden Tag anwenden,
machen wir das nicht einfach nur oder machen wir nichts, was einfach nur schön aussieht. Also ich habe vorher zum Oliver gesagt, nur weil ich rot heiße, heißt das nicht, dass ein Konzept rot sein muss, ja? Weil ich das schön finde, die Farbe, sondern dann ist es rot, weil wir mit unseren Tools und mit der Analyse definiert haben, aha, die Marke ist nun mal einfach rot, das ist halt nun mal der Ferrari, das wird halt einfach nie gelb sein, auch die nächsten 100 Jahre nicht, das ist nun mal rot. Und wenn ich in einem Workspace über die Marke spreche, dann wird es da Bereiche geben, wo ich 100% Marke spüre. Ja. Und diese Überzeugung, die leben wir und wenden die auch jeden Tag an. Und darum haben wir unsere eigenen Tools entwickelt. Und mit denen können wir quasi systematisch auf die Bedürfnisse, auf die Emotionen, auf die Wertesysteme und auf unsere Kunden oder besser gesagt auf die Nutzer eingehen und diese analysieren. Ich habe vorher schon darüber gesprochen, es gibt funktionale Bedürfnisse. Da gibt es so funktional, ganz klar, gibt es so ganz einfache Dinge wie, ja, was habe ich für Abstände, was habe ich für zum Beispiel Lichtstärken, was habe ich für Ansprüche an die Akustik und so weiter. Es gibt so Typologien, das sind so funktionale Bedürfnisse. Und dann habe ich eben die emotionalen, da spreche ich dann natürlich über Moodboards, da spreche ich über eine Marken-Identity, wo ich dann über die Marke versus Kultur spreche und sage, wie stark muss die Kultur in dem Workspace-Bereich sein und so weiter. Oder? Das sind die emotionalen Bedürfnisse. Und wenn wir mal reingehen in so einen Workplace-Tool, das ist zum Beispiel Tagesablauf und Mikrotätigkeiten, und dieses Tool wird angewendet, um herauszufinden, wie ein Tagesverlauf von den individuellen Mitarbeitern aussieht. Und daraus kann ich dann einen Rückschluss ziehen für Bedürfnisse an die einzelnen Raum- und Möbeltypologien und auch an den Mobilitätsgrad und natürlich auch an die Interaktion zu anderen Mitarbeitern. Das heißt, wir gehen zu den Mitarbeitern, da hier haben wir zum Beispiel dargestellt HR Management, und machen Workshops und reden mit ihnen und sagen, sag mir mal, wie sieht dein Tag aus? Also ich komme da um 8 ins Office, dann bin ich am Desk, checke meine E-Mails, dann gehe ich in Hub, treffe Leute, habe vielleicht irgendein kurzes Scrum-Meeting, stehe mit ihnen zusammen, spreche die täglichen Themen, dann gehe ich in, habe ich ein Meeting, dann bin ich bei einem Team, dann habe ich wieder ein Hub-Thema und so weiter. Und so lässt sich daraus schließen, wie viel Prozent bin ich am Arbeitsplatz, nämlich 30%, wie viel Prozent bin ich bei meinem Team, 10%, wie viel Prozent verwende ich die Meeting-Facilities und wie viel Prozent die Hub-Facilities. Und daraus heraus können wir natürlich auch über Belegungsanteil und prozentuale Belegungsstärke herausfinden, was brauchen wir überhaupt für ein Arbeitsplatzkonzept, eben ist das Fix oder ist das Sharing, und wie viele Meeting-Typologien an sich, erstmal nur Typologien, oder in der Menge brauche ich dann, über und die ich dann überhaupt auf dem Konzept abbilden soll. Dann ein weiteres Tool, das wir verwenden, ist zum Beispiel die Netzwerkanalyse. Hier geht es eigentlich in erster Linie um die strategischen Nachbarschaften der einzelnen Teams oder auch von Teams überhaupt. Es geht um eine teamübergreifende Zusammenarbeit. Es geht aber auch um eine räumliche Abtrennung. Und mit diesem Tool können wir dann relativ einfach zusammenstellen, wer muss zusammenarbeiten, also wo ist eine zwingende räumliche Zusammenarbeit nötig. Aber wo zum Beispiel braucht man eigentlich nur eine gelegentliche Zusammenarbeit und eine zwingend räumliche Zusammenarbeit ist gar nicht nötig. Oder? So kann ich eigentlich in so einer Art Bubble-Diagramm relativ einfach darstellen, wie die einzelnen Teams zusammenarbeiten und nachher dieses Bubble-Diagramm nehmen und das dann auf den Grundriss implementieren. Es ist natürlich klar, dass wir hier von Projekten sprechen, die irgendwo bei, sagen wir mal, 100, 125, 130 Mitarbeiter losgehen. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich eine Größe von einem Workplace habe von 50 Mitarbeitern, weil da habe ich natürlich gar nicht so viele Abteilungen und da gibt es einen Raum und die arbeiten zusammen, da kann ich darüber diskutieren, wo sitzt jetzt HR und wo sitzt jetzt vielleicht Finance, aber vielmehr nicht. Hier geht es eigentlich quasi wirklich um Räume und hier geht es um Bereiche, hier geht es aber auch natürlich um verschiedene Stockwerke und Verbindungen in der gesamten Firma.
Ein weiteres Tool ist das Limbic Map. Manche von Ihnen kennen das vielleicht. Die Limbic Map zeigt eigentlich basierend auf einem neuropsychologischen Ansatz in einer ganz abstrakten Form die Wertepositionierung von der Marke und von einer gelebten Unternehmenskultur. Und da auf dieser Limbic Map können wir eigentlich eben genau diese Werte abbilden, oder? Also wenn man jetzt da mal schaut, wir haben zwei Bereiche, hellgrün und dunkelgrün. Und da sieht man eigentlich, dass die Firmenkultur stark in einem Balancebereich liegt. Also eher so eine Tendenz zur Stimulanz. Und da werden Werte abgebildet wie Offenheit, Humor, Geborgenheit und so weiter. Und das ist eigentlich so diese Firmenkultur, die hier dargestellt werden soll. Die quasi diese Adjektive oder diese Überbegriffe, die wir da rausgefunden haben, die nehmen wir da raus und bilden die quasi in dem nächsten Tool ab. Und das ist das semantische Differential. Ich springe mal eins weiter. Da kann man dann eigentlich aufzeigen, welche Eigenschaften im Vordergrund stehen. Und diese Eigenschaften kommen eben von dieser Limbic Map. Und da kann ich herausfinden, und oftmals, das ist ja das Wichtigste, Management und Marke hat natürlich eine gewisse Vorstellung, wie zum Beispiel ein Office Space abgebildet oder wie der entworfen und konzipiert werden soll. Und da gibt es, man sieht das vielleicht hoffentlich gut, gibt es solche Bereiche, wo das relativ groß differenziert, oder? Größte Diskrepanz zwischen Management und Mitarbeiter, das sind diese roten Bereiche, wo zum Beispiel das Management sagt, ja, ich möchte aber ein sehr farbiges Office, oder? Und die Mitarbeiter sagen, nein, nein, so farbig soll das gar nicht sein, das soll irgendwo zwischendrin sein. Vielleicht haben wir ein bisschen Farbakzente, aber mir nicht, oder? Oder das Management sagt, ja, ich möchte eigentlich gemustert und die Mitarbeiter sagen eigentlich, nee, das soll ja gar nicht so gemustert sein, ich möchte es eigentlich lieber ruhig haben, weil ich muss ja irgendwie da in diesem Bereich arbeiten. Und so finden wir relativ einfach und schnell heraus, in welche Richtung das dann eben so eine Gestaltung gehen soll. Oder? Das heißt, wir zeigen das Potenzial auf, zwischen ist, was haben wir momentan, und wir gehen ja auch immer damit um, was haben wir momentan für Offices und wie sollen die neu sein, also Potenzial zwischen ist und soll, und dann wird ganz klar mit dem Management und auch mit HR besprochen, in welche Richtung soll das dann gehen, oder? Eben, hier sieht man zum Beispiel, das wäre jetzt so eine Darstellung von der sehr, sehr dynamischen und modernen Einrichtung, die soll zugänglich, persönlich sein, eher dominant als zurückhaltend, natürlich verspielt, hell, warm, offen und farbig. Und da heraus können wir dann nachher quasi in der Konzeption nachher das Design und die Gestaltung ableiten. Ich habe schon viel darüber gesprochen, es geht um Brand Identity. Wir sprechen immer von Corporate Design und Corporate Culture. Ich möchte ja als Mitarbeiter nicht hier vorher angesprochen, ich möchte ja nicht im Ferrari-roten Office sitzen den ganzen Tag. Dann habe ich irgendwann, bin ich dann wahrscheinlich überstimuliert von der roten Farbe, sondern es gibt Bereiche, wo ich die Marke sprechen lasse. Das sind vielleicht die einzelnen Hub-Bereiche, das ist bei uns zum Beispiel am der Showroom-Bereich, wo wir klar die Marke nach vorne stellen. Es kann der Eingangsbereich sein, es ja, sind so diese Bereiche, wo ich die Marke im Vordergrund stellen möchte, aber es gibt diese Corporate Culture, das sind eigentlich die Mitarbeiterzonen, wo ich dann ganz klar auch die Mitarbeiterzonen darstelle und dann auch die Interaktion, die Verhaltensweisen und so weiter fördern möchte. Und dazu gibt es natürlich dann die Mischzonen, wo ich mich vom einen Bereich in den anderen bewege. Hier legen wir eigentlich fest mit dem Unternehmen, Arbeitgeber sowie auch Mitarbeiter, Management, wo wir uns bewegen in den einzelnen Bereichen. Weil ich kann natürlich sagen, ich möchte ein bisschen von der Corporate, vom Corporate Design eigentlich auch immer noch in den Mitarbeiterzonen spüren, weil mir ist das wichtig als Firma und als Marke. Oder ich kann sagen, nein, ich möchte eigentlich in den Mitarbeiterzonen das gar nicht spüren. Und hier kann ich das eher so ein bisschen, ja, natürlich ableiten und da heraus dann später die Gestaltung definieren und präzisieren. Zum Schluss von den Tools, was ich jetzt mal so mitgebracht habe, haben wir noch ein interessantes Tool für Hybridkonzepte. Vor allem noch vor der Corona-Zeit, und ich bin auch der Meinung, im nächsten Jahr wird das wieder vermehrt ein Thema sein.
haben wir vor allem im Bereich Gastronomie das Thema gehabt, dass es gibt ja zumindest bei größeren Firmen, mit größeren Standort haben wir einen Anteil Personalrestaurant und die Personalrestaurants sind an der besten Lage mit den teuersten Flächen und werden eigentlich ja, am Tag vielleicht 3, maximal 3,5 Stunden genutzt. Und wir haben ein Konzept erstellt, das sieht man nachher noch in den Referenzen für die ABB, wo wir zum ersten Mal quasi den Weg gegangen sind und gesagt haben, wir wollen eigentlich diese Flächen der multifunktionalen Nutzung auslegen. Das heißt, ich möchte aber auch später auch, dass dieser Bereich zum Beispiel gemietet werden kann für Anlässe. Ich möchte da multifunktionale Nutzung in Form von Meeting-Hubs generieren. Ich möchte einen Ort generieren, wo ich dann nutzen kann als Mitarbeiter, um da meine Pausen zu machen, also quasi als Hub-Zone. Und da sehe ich in Zukunft noch viel Potenzial, vor allem bei größeren Firmen, die natürlich an Standorten, sagen wir mal, über 500 Mitarbeiter dann haben und dann wirklich auch ein eigenes Personalrestaurant, diese Flächen besser nutzen zu können, oder? Und wenn wir schon ja von Flächenoptimierungen sprechen, ist das sicherlich auch ein Punkt, der in Zukunft uns begleiten wird, diese Bereiche dann mit in das Workplace-Konzept mit einzubeziehen. Was haben wir für Referenzen oder was habe ich mitgebracht? Ich habe einfach mal am Anfang jetzt bei den Referenzen ein bisschen fokussiert auf den Workplace-Bereich. Wir haben hier durften wir ein Projekt umsetzen letztes Jahr für Flock. Ich glaube, Flock ist Ihnen wahrscheinlich alle im Begriff. Flock ist ja ein Produzent der größte Produzent, skandinavischer Produzent von Sitzmöbeln. Und für die durften wir in Gladbruck ein Showroom erstellen. Auch eine Nutzeranalyse gemacht, Designkonzeption. Es gibt schon ein Corporate Design, aber ganz wichtig für Flock war, dass sie sagen, ja, nein, aber in Holland sieht unser Showroom anders aus wie in Deutschland und wie in Österreich oder wie in Italien. Wir möchten einen Showroom haben, der zum Teil natürlich die Marke transportiert, zum Teil aber auch die Kultur. Und die Kultur ist nun mal in der Schweiz eine andere als die Kultur in Holland. Und das haben wir da in diesem Bereich angewendet, eben über eine Nutzeranalyse und über verschiedene Tools, die wir damit angewendet haben, um dann ein Schweizer Design, also einen Flock mit einem Schweizer Design zu gestalten. Dann zum Beispiel ein Coworking Space für den Innovationspark in Biel, für die BEKB. Auch hier ging es darum, der Kunde kam mit einer Idee und hat gesagt, ja, wir wollen eigentlich da was machen, aber wir wissen gar nicht was und wir wissen auch eigentlich nicht wie. Es gibt ja eine Fläche, das soll irgendwie so ein Innovationshub sein, den wir da als Marke, als eigene Marke aufbauen, wo wir Kunden zu uns einladen, wo wir mit denen über Business reden können, wo wir vielleicht aber auch innovative Gespräche führen können, Vorträge machen und so weiter. Da war das Briefing relativ klein und wir sind mal gestartet und haben quasi gesagt, ja, machen wir eine Marktanalyse. Machen wir mal eine Bereichsanalyse, schauen wir mal, was gibt es da überhaupt? Gibt es überhaupt irgendwo anders Coworking-Bereiche? Und so sind wir dann quasi bei so einem Projekt gestartet und konnten da eigentlich den Kunden überzeugen, dass er da in diesen Innovationspark geht und da eine Coworking-Fläche mietet. Dann ein Projekt am Circle. Bin mir sicher, dass einige von unseren Zuhörern da am Circle auch Umsetzungen machen. Sind ja doch relativ viel Quadratmeter an Workspace-Flächen, die da auf den Markt gekommen sind. Und es werden noch ein paar Quadratmeter auf den Markt kommen. Wir durften dafür ein Coworking Space für Westhive, ist ja ein Format, das bei uns auch direkt am Firmensitz ein Coworking anbietet, durften wir eine Designkonzeption machen und eine erste Machbarkeitsanalyse für die Fläche da. Und das soll irgendwann nächstes Jahr umgesetzt werden. Dann das Six Innovation Homebase. Man sieht schon ein bisschen, das ist ja auch das Ziel, jede Gestaltung hat eine andere Handschrift und das kommt tatsächlich von dieser Anwendung der Tools und von der Anwendung der Analyse. Hier sprechen wir von einem Innovation Hub. Six ist ja auf uns zugekommen, das sind ja eigentlich, wenn man so will, relativ also ich aufpassen, ich will da niemand zu nahe treten, aber unsere Workspace-Leute sagen immer, sie sind relativ langweilige Leute eigentlich, die Six-Leute. Und haben eigentlich auch langweilige Offices, die da irgendwie am Bildschirm arbeiten und Geldtransfergeschäfte machen.
Aber die sind gekommen und haben gesagt, ja, wir müssen uns eigentlich über einen Innovation Hub differenzieren. Wir haben einen Innovationsbereich, der tagtäglich versucht, die Produkte und auch die Marke ein Stück weit im Markt nach vorne zu bringen und zu positionieren. Und da ging es dann darum zu sagen, ja, wie gehen wir das an? Also mit welchen Tools können wir da arbeiten, damit wir dann eben über eine Nutzeranalyse, über eine strategische Analyse dann diese Gestaltung definieren können. Und hier sprechen wir natürlich darüber eben, wie arbeitet ihr? Gibt es da Shared Desk? Gibt es da verschiedene Typologien, wo ihr eben, man sieht das auf den Bildern, wo ihr unterschiedlich arbeiten könnt? Gibt es irgendeinen Hub, wo man irgendwelche Produktpräsentationen oder Formate präsentieren kann und so weiter? Und das ist natürlich war ein schönes Konzept, das wir letztes Jahr gleich hier um die Ecke bei SIX umsetzen durften. Ganz andere Gestaltung ist ein Headquarter in Horgen für die Bank Zimmerberg. Hier geht es darum, dass natürlich eine Bank eine andere Anforderung hat. Die sagen, ja, wir sind eine Regionalbank in Horgen und möchten eigentlich da aus unserem zentralen Ort, aus dem Altbau raus und gehen da eigentlich in so eine Seehalle. Also das ist eigentlich eine Produktionshalle war das früher, die haben wir umgebaut. Da wurden Maschinen montiert und da ging es natürlich in der Gestaltung darum, ja, wie möchte ich mich darstellen. Hier sieht man es eigentlich schön, hier geht es weniger um Kultur und hier geht es eigentlich um Marke. Ich stelle die Marke dar. Das ist eigentlich hier komplett 100%. Klar, in den Arbeitsplätzen ist es ein bisschen ruhiger, man sieht es im oberen rechten Bild, ein bisschen ruhiger, also da kommt eher die Kultur raus, aber generell ist das eigentlich ein Markenkonzept, das wir hier abgebildet haben, wo die Marke natürlich sehr, sehr stark und präsent zur Geltung kommt. Dann ein anderes Projekt für die Basler Kantonalbank. Das ist eigentlich eine Komplettsanierung. Das streben wir natürlich auch immer an, dass wir sagen, wir dürfen das komplette Gebäude sanieren, kernsanieren mit neuer Fassade und so weiter. Aber wir dürfen dann aber auch unseren innenarchitektonischen Fokus ausleben. Das heißt, natürlich muss die Fassade dicht sein und da darf es nicht reinregnen und schön aussehen muss es irgendwie auch noch adäquat aussehen. Also hier sprechen wir natürlich dann, wenn wir von innen nach außen gehen und da haben wir natürlich ab und zu ein bisschen, wie soll ich sagen, haben wir ab und zu ein bisschen einen Kampf mit unserem Architekten natürlich dann, mit unserem Raphael, der dann sagt, ja nein, aber es braucht das Raster und das sieht viel besser aus wegen der Proportion. Und dann kommen wir natürlich von der anderen Seite und sagen, nein, aber das spielt gar keine Rolle. Wir brauchen da eigentlich einen adäquaten Arbeitsplatz. Das heißt, irgendwie müssen wir diese Verschattung lösen, dass die Sonne da nicht auf meinem Bildschirm strahlt. Wie machen wir denn das? Und da setzen wir natürlich oder überlagern wir natürlich dann unseren Fokus und sagen, nein, uns ist wichtig, von innen nach außen zu denken, damit da für den Arbeitsplatz, der dann da abgebildet wird, die höchstmögliche Qualität erreicht wird. Auch hier haben wir eine Nutzeranalyse gemacht. Die BKP ist auch dazugekommen, hat gesagt, ja, wir haben verschiedene Abteilungen, die da arbeiten sollen, haben gesagt, ja, wie müssen die räumlich zueinander angefügt sein? Wie muss das räumliche Konzept aussehen der Arbeitsplätze? Wie sind die angeordnet? Wie viele Meeting habt ihr auf den einzelnen Flächen? Gibt es überall Teeküchen? Machen die einen großen Hub, wo sich alle treffen können und so weiter? Das waren natürlich die Themen, die wir da entwerfen durften und mit die BKW da mit begleiten durften. Dann ein Projekt, das wir in Frankfurt gemacht haben. Boston Consulting Group ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ja, wir wollen eigentlich in Frankfurt ein neues Gebäude beziehen. Aber wir haben drei Stück. Und wir wissen nicht, welches das Beste ist. Helft uns mal, was müssen wir machen? Also haben wir eine Nutzeranalyse gemacht. Aber erstmal mussten wir erstmal verstehen, wie wollt ihr überhaupt arbeiten? Was habt ihr für verschiedene Teams? Wie soll das zukünftige Arbeitskonzept von der Boston Consulting Group aussehen? Und dann haben wir verschiedene Testfits gemacht und haben so eigentlich eine kleine Designskonzeption und haben so eigentlich der Boston Consulting Group eigentlich einen Vorschlag erarbeitet, in welches Gebäude sie dann in 2 oder in 3 Jahren ziehen sollten. Gab es verschiedene Flächen, die da quasi interessant erschienen. Und zum Schluss war das dann quasi eine Entscheidungsgrundlage, um zu sagen, hier unterschreiben wir unseren Mietvertrag und so wollen wir in Zukunft dann arbeiten. Dann ein kleineres Conference Center für Tornos in Moutier, das ist ein
ein Maschinenhersteller für die Uhrenindustrie, wo wir ein Conference Center erstellen konnten. Und dann vielleicht noch zwei, drei Projekte aus einem anderen Bereich. Ich meine, heute ist ja so ein Café oder so ein Restaurant auch ein Arbeitsplatz. Und das war natürlich auch ein Thema für das Lilly Joe in Basel, zu sagen, ich muss aber auch gut arbeiten können da, weil ja, auf dem Weg von Basel nach Zürich oder von Basel nach Genf möchte ich da vielleicht einen Zwischenstopp machen und da arbeiten können. Da sind natürlich auch verschiedene Tools zur Anwendung gekommen und das ist ein Projekt, das 2019 beendet wurde oder eröffnet wurde. Dann eben ABB. Das habe ich vorher schon ein bisschen erzählt, eigentlich ein klassisches Personalrestaurant. Also die ZTV-Unternehmung ist da auf uns zugekommen, hat gesagt, du, wir würden da gerne ein neues Restaurant bauen. Das alte war schon über 10 Jahre alt, hatte schwierige Herausforderungen, Akustik war schlecht, Wegeführung war schlecht. Die Leute sind immer bis zur Eingangstüre gestanden, wenn sie da essen wollten. Dann hat man gesagt, okay, wir müssen eigentlich mal grundsätzlich diesen Free-Flow anfassen und diesen neu anordnen. Aber auf der anderen Seite hat man ganz klar gesagt, schaut, wenn wir schon diesen Bereich jetzt umbauen, dann müssen wir die Akustik im Auge behalten, weil die Akustik war vorher eine Katastrophe. Wir sprechen hier von 600 Mahlzeiten am Tag, oder? Und wir wollen aber auch gleichzeitig versuchen, dass wir diese Fläche, die ja eigentlich nur über das Produkt, nämlich diese Mahlzeit und dieses Essen verkauft wird, wollen wir so gestalten, dass wir die vielleicht in einem Zweitnutzen unserem Vermieter, also der ABB in dem Fall, noch in anderen Dingen vermieten können. Also quasi die einzelnen Typologien. Da geht es darum, ich kann da irgendwelche Diners verwenden und da irgendwelche Kurzmeetings machen. Die Idee ist aber dann, dass ich vielleicht da den Kaffee trinke und da gibt es einen Barista, der mir den ganzen Tag den Kaffee schön zubereitet. Auf der anderen Seite gibt es Bereiche, die ich dann vielleicht für eine größere Infoveranstaltung dann wirklich tatsächlich auch mieten kann und sagen kann, du, ich möchte da gern bewirtet werden und ich möchte da gern eine eigene Konferenz abhalten oder ein eigenes Meeting haben. Dann ein Entwurf, den wir gemacht haben für das VIA-Outlet. VIA-Outlet ist ja auch der Betreiber oder der Investor für das Outlet in Langquart. Da konnten wir einen Pavillon kreieren für den Gastronomiebereich. Das ist eine Revitalisierung, dass Sie mal sehen, was wir in anderen Bereichen so machen. Also man sieht da unten in der Mitte ein Bild, das war vorher. Und links oben ist das Rendering. Und links unten, links und rechts sieht man noch während der Bauzeit und danach der Bauzeit haben wir es dann wirklich auch so umgesetzt. Haben eine massive Veränderung des Gebäudes erreicht, eine massive bessere Positionierung des Gebäudes, haben eine nahezu Vollvermietung erreicht. Und auch da ist natürlich für den Eigentümer SFP da auch in diesem Bereich, da in Biocho, das Thema jetzt zwangsläufig irgendwann, da gibt es da jetzt vielleicht sogar eine Fläche mit Flexdesk, wo da einzelne Mitarbeiter arbeiten können, kann ich das im Markt anbieten, möchte ich das hinverfügen. Und vielleicht noch zum Schluss, wird am 2. November eröffnet, also Party findet dann im März statt, die große Eröffnungsparty vom Circle, aber das hier, der Bereich Jelmoli geht am 2. November auf, ein ganz anderer Bereich, Retail Signature Projekt, das wir seit 2017 mit für die Jelmoli begleiten. Und sind seit Anfang an dann da nicht dabei. Designkonzeption, Planung und Ausführung. Auch hier haben wir verschiedene Tools angewendet. Und zwar ganz wichtig in diesem Bereich, ein Retailer ist ein Markenkonzept natürlich. Wie muss ich die Marke darstellen, wie ist der Auftritt? Der Grundstein dafür war zu sagen, wir wollen das Innere und das Äußere verbinden. Auch hier wieder der Fokus von innen nach außen. Ist ja klar, innen habe ich die Produkte, innen habe ich die Innenarchitektur, die verkaufsfördernd sein soll, damit ich da auch die größtmögliche Summe da ausgebe. Aber auf der anderen Seite muss ich, wenn ich nach außen oder nach innen gehe, verstehen, dass das Ganze zusammengehört und dass das quasi eine Konzeption aus einem Guss ist. Genau, jetzt bin ich eigentlich so am Ende angekommen des ersten Bereichs. Danke. Und jetzt haben wir noch ein paar Fragen, gell? So war das mal. Ja, Peter, erstmal herzlichen Dank. Es ist sicher ungewohnt, der Applaus bleibt hier stumm oder nicht bei mir.
Aber ich denke, es sind einige Fragen dazugekommen. Ich höre mich da noch ein bisschen doppelt, vielleicht die Lautstärke noch ein bisschen runterdrehen bei dir, Peter. Auf jeden Fall herzlichen Dank für diese Ausführungen und auch die Bestätigung oder die Herleitung, dass Architektur oder Innenraumgestaltung nicht zufällig passiert. Ich glaube, das hast du uns eindrücklich aufzeigen können mit diesen verschiedenen Werkzeugen. Lass mich mit einer Frage beginnen. Ich glaube, wir alle haben mit dem Lockdown erlebt, dass Homeoffice irgendwie dann doch funktioniert. Bei den einen besser, wieder bei den anderen. Warum kommst du wieder zurück ins Büro? Warum kommen deine Leute wieder zurück ins Büro? Also grundsätzlich kann ich dazu sagen, wir haben bei Mint natürlich diese schwierige Phase auch überstanden. Das ist ja klar, also ein Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und irgendwie übersteht man ja jede Phase und irgendwann muss man dann wieder nach vorne schauen. Aber wir hatten natürlich auch eine Phase, wo, sagen wir mal, so der Zeitpunkt, als die Grenzen geschlossen wurden und so weiter, wo wir natürlich auch unsere Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen dann ins Homeoffice quasi verschoben haben, oder? Uns wurde aber relativ schnell klar und wir waren ja zwischenzeitlich dann reduziert im Office, also immer noch irgendwie 30%, 40% im Office tätig und der Rest dann im Homeoffice. Uns wurde aber dann relativ schnell nach 4 Wochen klar, dass es so nicht funktioniert. Und was uns fehlt und was ich auch lese und was mich bestätigt in den Rückmeldungen der momentanen Mitarbeiter, die immer noch 100% im Homeoffice sind, ist natürlich der Austausch. Ich habe so eine Freundin, die mir erzählt, die bei einer großen IT-Firma arbeitet. Es gibt ja nicht so viele, aber ein paar von denen. Ne? Und die in Frankfurt tätig ist und die da quasi 100% im Homeoffice ist. Und die sagt natürlich, du, jetzt bin ich da seit 6 Monaten im Homeoffice und die Firma sagt mir, du bist noch 100% im Homeoffice bis zum Ende vom Jahr. Und dann sagt sie, du, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich in Frankfurt mein Team habe. Das habe ich nämlich da gar nicht. Ich habe mein Team eigentlich in Deutschland verteilt. Aber ich bin natürlich in die Firma gegangen. Da habe ich die Firma, ich habe die Kultur und ich treffe da Leute und ich kann mich austauschen. Also quasi dieser zufällige Austausch in der Firma über Themen zu sprechen, diese Innovation, die da unterbleibt, auch, oder? Die Firma weiterzubringen, Themen anzupacken und nach vorne zu tragen, das fehlt natürlich völlig, wenn 100% der Mitarbeiter im Homeoffice sind. Und das haben wir selber relativ schnell gemerkt und haben dann uns entschieden, relativ schnell wieder ins Office zurückzukommen. Natürlich mit allen Maßnahmen, die man da einhalten muss und mit alternierenden Office-Belegungen, aber das war uns relativ klar. Also wir brauchen vor allem bei uns jetzt in der Architektur, wenn ich ein Programmierer bin, ist das vielleicht was anderes. Da kann ich einfach den ganzen Tag lang bei mir zu Hause im Keller programmieren. Das spielt vielleicht keine Rolle, aber wir brauchen nun mal in unserer Arbeit den Austausch miteinander, um auch ja, diese Tools zu füttern, die Innovation zu fördern und den Austausch zu fördern. Und auch den gelegentlichen Austausch im Hub an der Kaffeebar zu fördern, um unsere Firma weiterzubringen. Und das sehe ich bei ganz vielen anderen Firmen auch so. Und ein Punkt, um das dann abzuschließen, sie sagt dann zu mir, was? Sie sagen jetzt, ich bin 100% im Office bis Ende Jahr, Homeoffice. Aber was ist denn dann Ende Jahr? Ist ja nicht so, dass nach Ende Jahr der Coronavirus dann verflogen ist und ich kann dann wieder ins Office gehen. Ende Jahr wird das vielleicht noch mal ein halbes Jahr verlängert. Und sie sagt ganz klar, mir fällt eigentlich grundsätzlich zu Hause die Decke auf den Kopf. Weil ich habe zwar da irgendeinen Arbeitsplatz, aber das, was wir quasi im Workplace programmieren und sagen, du, gute Akustik, gutes Licht, Ergonomie wird eingehalten, höhenverstellbare Tische und so weiter, habe ich alles nicht. Und das ist natürlich ein Problem, oder das wir da haben. Danke, Peter. Ihr wart ja eine der ersten Firmen, also vielleicht bin ich nicht mit allen verlinkt bei LinkedIn, die dann auch Tipps gegeben haben, wie man wieder sicher zurück ins Büro kommt. Jetzt vielleicht mal kurzfristig, da haben wir die Pandemie, alles klar. Was siehst du für langfristige Veränderungen, die jetzt vielleicht beschleunigt wurden, die uns in der Zukunft bei der Bürogestaltung begleiten werden und diese auch beeinflussen werden? Also
Zum einen haben wir sicherlich die Digitalisierung, die natürlich extrem beschleunigt worden ist. Das ist natürlich im Workspace-Bereich so. Ich meine, vor einem halben Jahr, da konnten wir über Skype telefonieren. Das ging gerade so, oder? Aber den Rest haben wir eigentlich nie angewendet. Meetings haben wir sowieso nie über Skype gemacht. Es war unvorstellbar, irgendeinen Showfix mit dem Kunden über Skype zu machen. Das war eigentlich Inexistenz. Das haben wir natürlich gelernt. Wir haben auch zum Beispiel im Digital Payment eine halbe Generation übersprungen, was das Bezahlen betrifft. Das ist sicherlich ein Effekt, der so nicht mehr wegzudenken ist. Also das heißt, wir werden eine andere Meeting-Kultur auch haben mit Kunden. Das finde ich positiv. Das macht ja keinen Sinn, dass ich sage, ich fliege heute nach London und habe dann ein kurzes Meeting von einer Stunde und dann fliege ich wieder zurück. Auch dieser nachhaltige Gedanke, oder? Auf der anderen Seite muss man schon klar sagen, wird sich das Office an sich verändern. Was ich spüre, ist natürlich, dass wir werden immer gefragt, also, ja, werden wir in Zukunft weniger Fläche brauchen? Ja und nein. Weil wir werden nicht weniger Fläche brauchen, das glaube ich nicht, weil die Typologien werden sich verändern in der Art, dass ich sage, ja, es gibt eine flexible Arbeitsweise. Ich werde von zu Hause arbeiten, ich werde ins Büro kommen und da brauche ich dann dafür mehr Meeting-Hubs oder ich brauche mehr Meeting-Typologien, um da besser arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird es eher dezentrale Strukturen geben als zentrale. Es gab eine lange Zeit jetzt der Trend dazu, zu sagen, ich habe zum Beispiel in London einen Standort und dann habe ich da einen Tower und dann da sind meine 6.000 Mitarbeiter, da bin ich zentralisiert. Aber Mitarbeiter, die dann eine Commuting-Zeit haben von 2 Stunden am Tag, ist das sinnvoll? Oder ist eigentlich nicht viel sinnvoller, wenn ich sage, ich habe Teams, die dezentral am Rande irgendwo in der Agglomeration ein Office haben und da arbeiten können? Ich kann trotzdem ins Office gehen, das ist ein wichtiger Punkt. Das muss ich ganz klar sagen. Ich halte nichts davon, dass ich sage, ich habe 100% Homeoffice und irgendwie soll ich dann die Marke zu Hause und die Kultur irgendwie mitbekommen. Das geht einfach nicht, aber ja, das funktioniert nicht. Aber das wird so eine Dezentralisierung geben, das ist meine Meinung. Auf der anderen Seite, glaube ich schon, werden wir einen Verlust von ja, vielleicht 20% der Flächen haben. Das wird so eintreten, zumindest an den zentralen Orten. Wie die Flächen dann genutzt werden, oder? Darum sage ich ja und nein. Wie die Flächen dann genutzt werden, das ist wieder was anderes. Vielleicht gibt es dann auf der 20% Fläche ein Coworking Space, wo dann verschiedene Firmen drauf zugreifen können. Oder eben ein Flex Office, wo ich flexibel arbeiten kann. Da wird es sicherlich neue Konzepte geben und da werden wir auch Tools generieren, wo wir dann zukünftig sagen, ja, wie möchte ich denn zukünftig anders arbeiten, eben nach dieser Pandemie oder sagen wir mal so, wenn dann die Pandemie so vorüber ist, dass ich wieder zurück ins Office kommen kann. Danke dir, Peter. Vielleicht eine gute Überleitung zu Fragen, die auch in den Chat gestellt wurden. Herzlichen Dank dafür. Bitte weiter. Es gibt noch die Möglichkeit, die Fragen dann auch zu beantworten. Ich möchte da mal der eine oder andere rauspicken. Du hast von den Tools gesprochen. Sind die Tools, eine Frage, auch verfügbar für Nicht-Mint-Architecture-Mitarbeitende? Gut, also unsere Tools sind auf unserer Homepage verfügbar. Also die Limbic Map kommt natürlich nicht von Mint, das ist klar. Das ist Gruppe Nymphenburg, die da entworfen hat und die kann man über eine Lizenz kann man die kaufen und dann auch verwenden, oder? Das ist klar, aber die anderen Tools, Brand Identity und so weiter, die haben wir natürlich irgendwo selbst für uns dann so gebaut und geformt. Und die gibt es bei uns auf der Homepage und die kann man da sich anschauen und kann die runterladen und verwenden, wie auch immer. Also das ist nichts Geheimes. Das braucht ein bisschen, wie soll ich sagen, das zu haben, ist das eine, damit zu arbeiten, ist das andere. Darum haben wir da auch kein Problem mehr mit. Ich meine, das ist ja auch ein interessanter Aspekt, wo man den Kunden oder den Kunden das mal hinlegen kann, sagen kann, schau mal, das ist ein Weg, den wir gehen könnten, um die richtige Gestaltung für dein Office herauszufinden. Also da kann man auf unsere Homepage gehen und das sind da nicht größtenteils der Tools sind da abgebildet. Das gibt gleich so die Anschlussfrage dann. Man hat zwar das Tool, man macht die Analyse, aber nachher hat man einen Haufen Tabellen. Am Schluss, am Ende, muss man ja die Nutzeranalyse jetzt auch deuten können und die richtigen Entscheidungen treffen. Da hast du gesagt, da ist auch Erfahrung drin und die Tools richtig anzuwenden. Ich möchte da noch anreichern. Du hast erwähnt, dass du auch, dass sie oft dazwischen stehen, Investor, Arbeitgeber, der bezahlt und der Nutzer, der seine Wünsche hat. Also hilft euch dabei diese Nutzeranalyse, um
die Entscheidungen faktenorientiert zu treffen? Also zum einen setzen wir natürlich ganz klar voraus, dass wir die Mitarbeiter mit einbeziehen dürfen. Das ist ein Muss heute in der Arbeitswelt. Das ist ja klar, das wissen alle, die da mithören. Aber die Tools und die Analyse hilft uns natürlich, in die richtige Richtung zu gehen. Und zum Schluss gibt es dann natürlich immer noch der letzte Grad und der letzte Weg wird dann schon vielleicht von den Einzelnen bestimmt, wo es dann heißt, da gehen wir jetzt lang, das ist dann auch gut so, oder? Aber man muss die Mitarbeiter involvieren. Und auf die andere Seite ist das natürlich so, dass derjenige, der die Tools erstellt, da haben wir natürlich bei uns intern Leute, die dann auch, oder diese Daten, die da unten rauskommen, das sind dann vielleicht auch zum Teil Zahlen und so weiter. Da haben wir natürlich Leute, die aus dem strategischen Design kommen, das sind keine klassischen Architekten oder Innenarchitekten, die kommen aus dem strategischen Design, die das dann auch deuten können. Und das ist so, das Tool zu haben ist das eine, ich bin kein so ein Spezialist, ehrlicherweise, aber das Tool anzuwenden und dann diese Daten zu lesen und zu sagen, das ist die Richtung, das ist nochmal was anderes. Ja. Dann vielleicht auch der Vollständigkeit halber, es gibt noch Detailfragen zu diesen Tools. Beispielsweise gibt es das Tagebuch, da hast du uns gezeigt, wie der typische Arbeitsalltag ausschaut. Gibt es ein digitales Tagebuch? Also es gibt da natürlich Tools, also es gibt Instrumente, digitalisiert, die mich unterstützen. Das heißt, ich kann natürlich mit zum Beispiel Sensoren feststellen, wie der Mitarbeiter über den Tag, wann er sich am Arbeitsplatz aufhält. Das gibt natürlich solche Sachen, die ich dann digitalisiert einsetzen kann. Das, was ich gezeigt habe, ist natürlich jetzt ein Tool, das über Workshops erarbeitet wurde. Also ich spreche quasi mit den Mitarbeitern und die erzählen mir dann, wie sie arbeiten. Und das wird dann natürlich dann über diese Rückmeldung dann digitalisiert. Das ist so. Aber es gibt schon auch eben, wie gesagt, Sensoren, wo ich solche Arbeitsplatzanwesenheiten dann natürlich auch messen kann. Oder? Das gibt es schon auch. Also Sensoren, digitale Tools, Digitalisierung, die uns begleitet im Ganzen. Was sagst du zur künstlichen Intelligenz? Ist das auch ein Thema, parametrische Planung in eurem Gebiet? Also wir haben ja in den nächsten Jahren ein bisschen eine Herausforderung vor uns. Oder? Es steht eigentlich eine große Änderung des Klimawandels da. Viele können das schon nicht mehr hören, aber wir nehmen das ernst. 2030, 2050 wollen wir CO2-neutral bauen. Wir wollen auch klimafreundliche, klimaneutrale Innenausbauten machen. Und zum Teil, sage ich nur zum Teil, unsere Gestalter, die verziehen natürlich dann das Gesicht und sagen, oh Gottes Willen, aber zum Teil kann uns natürlich die künstliche Intelligenz in dem ersten Bereich helfen, zu sagen, wie muss jetzt zum Beispiel so eine Workspace-Fläche oder auch so ein Gebäude, wie muss das gebaut werden, dass ich die relevanten Themen auf dieser Fläche richtig abgebildet habe. Parameter, relevante Themen, Abstandsflächen zum Beispiel, Belichtung der Flächen, Abstandsflächen im Gebäude, also wenn ich ein neues Gebäude baue, wie breit darf das überhaupt sein, damit das immer noch funktioniert und so weiter. Wir wenden das momentan eigentlich noch nicht wirklich an. Es gibt da unser Programm, mit dem wir arbeiten, da gibt es verschiedene Aufsätze, wo man das quasi dann parametrisieren kann und dann auch verschiedene Flächen mit verschiedenen Regeln dann bestücken kann. Aber das wird schon ein Teil, wird das eine Zukunft sein. Die Angst ist ja immer dann, dass man sagt, ja, da gibt es so prototypische Architektur und alle Gebäude sehen dann irgendwann gleich aus, weil man dann immer über die gleichen Parameter ein bisschen hin und her schiebt und dann ist alles gleich. Das wird ja nicht so sein, aber das ist natürlich ein bisschen eine Angst und das ist beim Office das Gleiche. Da geht es ja im ersten Schritt erstmal darum zu sagen, als Beispiel, wie bei BCG, macht denn jetzt diese Fläche Sinn oder macht sie eben keinen Sinn? Und über diese KI kann ich das relativ schnell feststellen, ohne dass ich da jetzt quasi Studien beauftrage, die dann ein halbes Jahr gehen und dann sage, okay, jetzt habe ich eigentlich das Ergebnis. Und das ist so quasi die Sinnhaftigkeit hinter dem. Aber das wird natürlich in Zukunft, wird das sicherlich an Fahrt aufnehmen, das ist so. Peter, wir sind schon am Ende dieser Stunde. Lass noch ganz kurz vielleicht noch den Hinweis geben, wo es dann auch Schulungen gibt zu diesen Tools. Ich glaube, dann darf ich das so beantworten,
Man kann sich bei dir melden oder bei euch melden für Also Schulungen. wenn jemand Interesse hat, dann also herzlich willkommen hier auf Förrlibuckstraße, kann man gerne bei uns vorbeikommen, kann sich bei mir anmelden, kann man mal eine Führung in unserem Office machen. Also das ist überhaupt kein Thema. Der eine oder andere der Zuhörer wird ja vielleicht schon mal bei uns gewesen sein. Also das ist jeder natürlich sehr gerne herzlich eingeladen. Peter, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Feuertaufe, erstes Webinar von der Büroszene. Ich bin gespannt dann auf die Feedbacks. Wir werden sicherlich bei den Teilnehmenden noch eine Feedbackrunde machen können, auch auf elektronischem Weg. Noch einmal herzlichen Dank dir, Peter, dass du dir die Zeit genommen hast für die spannenden Einblicke. Merci. Applaus leider nur von einer Person. Gerne. Aber es soll gelten. Ja. Danke Vielen dir. Dank. Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, es hat Spaß gemacht zum Zuhören. Danke. Wir werden dann von allen hoffentlich noch ein Feedback bekommen, weil wir uns ja auch verbessern wollen. Ein kurzer Ausblick auf die nächsten Webinare, sind bereits zwei weitere geplant. Eines ist am 22. Oktober geplant, das ist jeweils von 1 bis 2, also kompakt eine Stunde, mit Dieter Menihardt. Dieter Menihardt ist Verkaufstrainer, Buchautor und er kennt vor allem auch die Herausforderung, was es heißt zu verkaufen, wenn man einander mal nicht mehr sieht oder nur noch digital. Da werden wir in dieser Stunde das Thema vertiefen. Mit Dieter Menihardt reservieren Sie sich den 22. Oktober 1 bis 2 oder den 12. und oder den 12. November ebenfalls von 1 bis 2. Markus Albers, ein ganz spannender Referent, Autor aus Berlin, der schon lange Jahre sich dem Thema Coworking, wandelnde Arbeit mit dem Thema auseinandersetzt. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt, morgen komme ich später rein. Das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und ich glaube, er war der Zeit auch ein bisschen voraus, was er da schon ausprobiert und niedergeschrieben hat. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich glaube, das gar nicht geteilt habe. Sondern einfach weitergesprochen habe. Aber wir schicken Ihnen das auch nochmals elektronisch raus. Der 22. Oktober, 12. November. Herzlichen Dank und einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.